Hey Leute, heute machen wir ein ganz einfaches Eis und wie das geht, zeige ich euch jetzt in diesem Video. So, da geht's mal schon los. Heute macht das alles meine Frau mal und das Video gibt es dann auch auf ihrem Kanal Rivania Mundo, aber in Portugiesisch. So, was wir jetzt dazu brauchen, ein Päckchen Schlagsahne, 250 Gramm. Dazu eine Kondensmilch, Milchmädchen sagt man auch, gezuckerte Kondensmilch, eine Dose. Was ihr jetzt dann noch dazu braucht, in Brasilien gibt es dann das Tango, das kriegt man ja hier nicht, dann geht einfach hin und kauft bei eBay das Bolero, da kann man alle möglichen Getränke von machen, das ist Diät und so weiter, ganz klasse Zeug, also Bolero heißt das. Und wir tun das jetzt alles mal mixen. Wie ihr seht, hier haben wir schon das Ergebnis. Das kommt jetzt einfach nur in den Gefrierschrank und lasst es mal durchkühlen für 3 bis 4 Stunden oder halt bis morgen früh. Dann habt ihr hier ein ganz, ganz leckeres, cremiges Eis. Ist hammerlecker, hammercremig und es schmeckt auch hammergut. Also macht's mal nach, abonniert meinen Kanal und dann ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Ciao, ciao.